Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial rund um den Suchfilter und die linke Navigationsleiste. Wie ich den Suchfilter optimal benutzen kann, um meine Meldungsrecherche zu verfeinern und welche Optionen die linke Navigation bietet, zeige ich Ihnen jetzt. Los geht's! Die größte Änderung des neuen Media-Accounts ist die Optimierung und Integration des Suchfilters direkt auf der Seite oberhalb der Meldungskacheln. Dort finden Sie ab sofort viele neue und natürlich auch alle bisherigen Filter und Suchmöglichkeiten. Mithilfe der neuen Autocomplete-Funktion sucht der Media-Account bereits während Ihrer Eingabe nach passenden Vorschlägen aus relevanten Filterkriterien. Der neue Suchfilter zeigt und sammelt dann alle von Ihnen ausgewählten Parameter direkt nebeneinander im Suchschlitz und funktioniert dabei wie eine Art Warenkorb. Also einfach ausgewählte Filteroptionen hinzufügen oder bei zu wenigen Meldungen direkt wieder entfernen und erneut anpassen. Der Suchfilter ist dabei Volltextsuche und Filter zugleich. Die linke Navigationsleiste ist ein Schnellzugriff auf wiederkehrende Abfragen in Form von speicherbaren Filtern und eines der zentralen neuen Arbeitsinstrumente zur Sortierung und Strukturierung mit Hilfe der sogenannten Labels. So viel zur Einleitung. Werfen wir nun einen Blick auf die Details. Wir starten gleich mal im Suchschlitz mit der ersten Option, dem Betrachtungszeitraum. Hier können Sie zwischen relativen oder festen Zeiträumen wählen. Sie können den Zeitraum aber auch leer lassen. Um ihn zu leeren, löschen Sie dann einfach den Zeitfilter mit einem Klick auf das X. Dann läuft Ihre Recherche über die gesamte Meldungsmenge ohne zeitliche Einschränkung. In unserem Fall nehmen wir zunächst erschienen diesen Monat, um die Filterergebnisse im nächsten Schritt weiter zu verfeinern. Der nächste Abschnitt des Filters lässt sich auf unterschiedliche Weisen bedienen. Wir starten einmal mit Klick auf Filtern oder Suchen. Es klappt dann ein Menü nach unten und wir sehen alle verfügbaren Filteroptionen, die wir nun nacheinander durchgehen wollen. Auftrag und Suchbegriffe. Hier können wir den gewünschten Auftrag oder als Unterteil noch die Suchbegriffe durch Aktivieren des Häkchens auswählen. Es können beliebig viele ausgewählt werden. Hinter jeder Filteroption sehen Sie auch gleich immer die Meldungsanzahl. Haben Sie eine Auswahl getroffen, erscheint als Repräsentant des gesetzten Filterparameters ein türkises Label mit dem Inhalt der Filteroption. Gehen wir weiter zum Medium und entscheiden uns für Online-Medien. Wenn Sie die Medienart weiter einschränken wollen, können Sie die Gattung weiter aufklappen und zum Beispiel Online-Tageszeitung auswählen. Das können Sie machen, indem Sie die anderen Online-Medien einzeln abwählen. Wir sparen uns diese Arbeit und nutzen die Direktauswahlfunktion. Mit Klick auf das kleine grüne Icon vor der Auswahlbox wählen Sie nicht nur die gewünschte Option, sondern deaktivieren gleichzeitig auch alle anderen Medienarten. Das spart Zeit. Unterhalb des Filters sehen Sie, wie sich die gefilterte Meldungsmenge immer weiter reduziert. Gehen wir weiter zu Land und wählen Deutschland. Die Filteroption Sprache ist auch eine der Neuerungen im Filter. Hier nehmen wir mal Deutsch. Wenn Ihre Meldungen mit einer Tonalität versehen sind, dann ist auch hier die Meldungsanzahl hinter jeder Tonalitätsstufe zu sehen. Der Menüpunkt K.A. steht für keine Angabe und bedeutet, dass diesen Meldungen noch keine Tonalität zugewiesen wurden. Um Meldungen mit einer Tonalität zu versehen, können Sie diese selbst auf der Detailseite über Meldung bearbeiten hinzufügen. Alternativ können Sie auch eine Medienanalyse bei Landau Media beauftragen. Weiter geht's zu den Labels. In unserem Demo-Account sind bereits Labels vorhanden und wir wählen mal das Thema Hautpflege. Falls Sie mehr über die Arbeit mit Labels erfahren wollen, schauen Sie sich gern unsere Videotutorials zu dem Thema Labels und Labelregeln an. Im Filter sehen Sie nun, dass wir die Meldungsauswahl weiter reduziert haben. Die Filter Top Medien und Top Autoren zeigen jeweils die aktuelle Top 50 Liste. Mit den Bundesländern und bei Schweizer Accounts auch zusätzlich den WEMF-Gebieten können wir die Suche weiter verfeinern. Unter dem Filtermenü Optionen finden Sie die Möglichkeit, Ihre gelöschten, reklamierten und selbst angelegten Meldungen sowie gekaufte Inhalte zu filtern. Dann gibt es noch den Menüpunkt Weitere. Dort verbergen sich Menüpunkte, für die keine Meldungen vorhanden sind.
zum Beispiel Sprachen, für die in Ihrem Account keine Meldungen gefunden wurden, ausgeblendete Labels oder bei deutschen Accounts auch zum Beispiel die WEMF-Gebiete. Wir sind jetzt einmal durch die Filterliste und wollen nun die neue Autocomplete-Funktion zur Auswahl der Filteroptionen ausprobieren. Dazu löschen wir erst einmal alle bisher ausgewählten Filter mit dem X ganz rechts im Suchschlitz. Damit setzen wir quasi alles wieder auf 0 zurück. Nehmen wir nun an, dass in einem bestimmten Medium ein oder mehrere Artikel zum Thema Maskenpflicht erschienen sind, die wir uns näher ansehen und an Kolleginnen oder Kundinnen verschicken wollen. Wir suchen konkret die Süddeutsche Zeitung und beginnen im Bereich Filtern oder Suchen den Begriff Süddeutsche einfach einzutippen. Die Autocomplete-Funktion sucht bereits während Ihrer Eingabe nach passenden Optionen und schlägt Ihnen diese direkt vor. Der Vorteil dieser Auswahlvariante ist, dass Sie sich nicht durch endlose Listen von Medien kämpfen müssen, sondern bequem einfach das gesuchte Medium eintippen. Das Praktische daran ist, dass die Suche gleichzeitig alle Optionen nach Treffern durchsucht und Sie nicht pro Kategorie erneut suchen müssen. Wir wählen nun die Süddeutsche Zeitung online im Menüpunkt Top Medien aus und bestätigen mit Enter. Der Filter zeigt die Auswahl nun als türkises Label. Jetzt tippen wir noch unser Suchwort Maskenpflicht ein. Die Autocomplete-Suche findet hier, wenig überraschend, keine vorgefertigten Auswahloptionen. Wenn Sie jetzt einfach die Enter-Taste drücken, startet direkt die Volltextsuche nach dem Begriff und es erscheinen auch die ersten Meldungstreffer. Wir wollen nun die gefilterten Artikel an unsere Kolleginnen versenden und wählen dafür oben rechts in der sogenannten Toolbar den Button Exportieren und Versenden und hier die Option E-Mail aus. Bearbeiten Sie nun noch die Betreffzeile, falls gewünscht, und tragen Sie unter Senden an noch die E-Mail-Adressen Ihrer Kolleginnen ein. Versenden Sie dann die Meldung mit Klick auf den Button unten. Wollen Sie mehr über die verschiedenen Exportvarianten wissen, die der Media-Account für Sie bereithält, sind Sie in unserem Video-Tutorial zum Thema Reporting genau richtig. Jetzt aber zurück zum Thema. Wir wollen unsere eben getätigte Suche in den nächsten Tagen noch einmal starten und speichern uns diesen Filter einfach, um ihn dann nicht noch einmal eingeben zu müssen. Ich klicke dazu auf das Disketten-Symbol und gebe dem Filter noch einen passenden Namen und speichere. Meine so gespeicherten Filter kann ich jetzt jederzeit über die linke Navigationsleiste aufrufen und wieder auslösen. Und diese Navigationsleiste schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. Die Leiste teilt sich in drei Bereiche: Meldungen, meine Filter und Labels. Starten wir mit Meldungen. Das ist der Bereich mit den fest eingestellten Filtern. Diese können auch nicht geändert werden. Der erste Punkt, alle Meldungen, zeigt Ihnen alle Meldungen aus Ihrem Account ohne jegliche zeitliche Einschränkung. Meldung heute ist der Filter, mit dem sich der Media-Account standardmäßig öffnet. Es folgen Meldungen diese Woche, Meldungen diesen Monat, sowie angelegte und gelöschte Meldungen, gekaufte Inhalte sowie offene Reklamationen. Den Standardfilter können Sie ganz leicht ändern, indem Sie beim gewünschten Filter auf den kleinen Stern vor dem Wort klicken und ihn so zu Ihrem Favoriten wählen. Beim nächsten Login lädt dann dieser Filter. Der zweite Bereich sind die eigenen Filter. Hier können wir uns austoben und legen gleich mal zwei individuelle Filter an. Diese helfen Ihnen schnell, auf besonders wichtige Suchbegriffe, interessante Themen oder wichtige Publikationen zuzugreifen oder Meldungen als Basis für ein Reporting zu finden. Wir geben oben in den Suchfilter den Begriff Annemarie Berland ein. Beim Datumsfilter entscheiden wir uns für Meldungen diesen Monat. Dazu wählen wir noch das Thema Hautpflege. Wir speichern den Filter über das Diskettensymbol oben rechts. Hier ist auch zu sehen, dass die Systemfilter durchgestrichen sind. Das bedeutet, dass sie auch nicht überschrieben werden können. Wir geben nun den Namen des Filters ein und der erscheint jetzt auch sogleich unter Meine Filter. Mit unserem zweiten Filter möchte ich monatlich herausfinden, wer die Top 50 Autoren im Bereich Social Media für meinen Naturkosmetikauftrag sind. Jetzt klicken wir uns den Filter mal zusammen. Auftrag, Naturkosmetik, Medium, Social Media, Top Autoren, jetzt auf die Diskette zum Speichern, Namen eintragen,
Speichern, fertig, ist der nächste Filter. Die Filter sortieren sich in der linken Navigationsleiste immer nach der Reihenfolge, wie sie aufgerufen werden. Der zuletzt aufgerufene Filter steht immer oben und der vorletzte danach und so weiter. Wenn Sie einen Ihrer eigenen Filter als Standardfilter definiert haben, wird er jedoch in der Liste immer oben erscheinen, bis Sie dann einen anderen wählen. Neben der Meldungsrecherche können Sie Filter auch als Grundlage für einen Media Alert auswählen. Dann bekommen Sie neue Meldungen gemäß Ihrer Filtervorgaben immer direkt per Mail in Ihr Postfach. Alles rund um den Media Alert erklärt Ihnen ein anderes Videotutorial zu diesem Thema. Der dritte Bereich in der linken Navigationsleiste sind die sogenannten Labels. Besonders praktisch ist dabei die Möglichkeit, alle Meldungen, die noch kein Label erhalten haben, über ohne Label zu filtern und dann peu à peu zu bearbeiten und sie mit einem Label zu versehen. Darunter sehen Sie alle im Account vorhandenen Labels. Öffnen Sie über die drei Pünktchen das Kontextmenü, mit dem Sie ein neues Label anlegen, das ausgewählte umbenennen oder löschen, sowie zu den individuellen Einstellungen für jedes einzelne Label gelangen können. Um tiefer in das Thema Labels einzusteigen, empfehle ich Ihnen unser gleichnamiges Videotutorial dazu. Haben Sie einen Pressespiegel bei Landau Media beauftragt, ermöglicht Ihnen der Menüpunkt Weitere einen schnellen Zugriff auf Ihre Pressespiegelausgaben. Ein praktischer Tipp noch für die Arbeit auf kleineren Monitoren oder um möglichst viele Meldungen auf einmal zu sehen. Sie können die linke Navigation ein- und ausblenden. Dazu klicken Sie einfach auf den kleinen Pfeil über der Navigation. Die Navigation verschwindet dann. Wenn Sie jetzt mit der Maus ganz nach links neben die Meldung fahren, schiebt sie sich wieder ins Bild, solange Sie über der Navigation bleiben. Wenn Sie den Bereich verlassen, klappt sie wieder ein. Sie können das Menü aber auch wieder dauerhaft einblenden. Dazu müssen Sie einfach auf die kleine Nadel klicken und die Navigation wieder fest anpinnen. Zum Schluss werfen wir noch einmal einen Blick auf die Zeile unterhalb des Suchfilters. Links befindet sich die Option, alle Meldungen aus- bzw. auch wieder abzuwählen. Daneben die Meldungsmenge und die Information, wie viele zusammengefasste Meldungen sich in Ihrer aktuellen Auswahl befinden. Es folgen verschiedene Sortieroptionen, zum Beispiel nach Erscheinungsdatum, Medium oder Headline. Rechts daneben können Sie zwischen Kachel- oder Listenansicht wählen oder direkt auf die Insideboards gehen. Wollen Sie mehr über die Insideboards wissen, empfehle ich Ihnen dazu unser Videotutorial. Auf der rechten Seite befindet sich die Toolbar mit allen Funktionen, die Ihnen bereits aus dem alten Media-Account vertraut sind. Neu ist die Tatsache, dass Sie jetzt die Funktion bereits nutzen können, ohne eine Meldung ausgewählt zu haben. Das System geht dann davon aus, dass die gewünschte Funktion in der Toolbar auf alle Meldungen angewendet werden soll. Doch jetzt die Funktionen im Detail. Über das Plus legen Sie eigene Meldungen an. Dies funktioniert bei Online- und Social-Media-Meldungen direkt über den Meldungslink, anhand dessen bereits alle uns vorliegenden Metadaten vorausgefüllt werden. Bei den anderen Medienarten öffnet sich die neue Meldung-Anlegen-Seite direkt. Daneben befindet sich das Label-Zuweisen-Icon, über das Sie auch auf die Label-Verwaltung kommen. Zum Exportieren und Versenden stellt Landau Media Ihnen verschiedene Exportformate zur Verfügung. Neben einem PDF-Standard-Export umfasst das Advanced Reporting einfache statistische Auswertung. Das Verwenden per E-Mail, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe, und der Excel-Export komplettieren den Bereich. Hinter dem Zum Reporting hinzufügen-Icon befindet sich das Menü, um Meldungen einem Reporting hinzuzufügen. Ausführliche Infos zu den Exportformaten und dem Erstellen von Reportings hält unser Videotutorial zu diesem Thema bereit. Hier löschen oder reklamieren Sie falsche oder nicht gewünschte Meldungen. Für gelöschte Meldungen erhalten Sie keine Gutschrift. Haben Sie eine Meldung reklamiert, prüft unser Qualitätsmanagement Ihr Anliegen und schreibt Ihnen die Meldung gegebenenfalls gut. Ganz rechts befindet sich nur noch der Button zur Speicherung eines Filters, den wir vorhin schon erwähnten. An dieser Stelle sage ich herzlichen Dank, dass Sie hier so lange durchgehalten haben und wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei der Arbeit mit dem neuen Suchfilter und der linken Navigation. Für Fragen und Anmerkungen stehen wir natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.